Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich sitze hier in der Wilmersdorfer Straße. Hier ist ein bisschen was los, ziemlich undramatisch. Die meisten Leute haben eine Maske auf, obwohl sie bereits viel Abstand halten. Und nun ja, Stimmung so nah am Trübsalblasen. Lachende Leute gibt es hier gar nicht. Völlig unkomisch alles. Wenn man sich jetzt so mal überlegt, wie es jetzt hier weitergehen könnte, dann ist das weitere Szenario relativ klar. Diese ganzen Ladenpassagen, diese ganzen Läden, diese ganzen Immobilien, in denen jetzt noch Geschäftigkeiten stattfinden, die werden in einem halben Jahr alle leer sein. Ich weiß nicht, vielleicht zieht dann dort ein Corona-Testzentrum ein oder so. Was könnte da noch einziehen? Keine Ahnung. Das wird unsere Regierung ja sicherlich wissen, wie sie damit umgehen. Jedenfalls diese ganzen Leute, die dann zu Hause sitzen, kein Einkommen mehr haben, ihre Miete nicht mehr zahlen können. Das wird alles Auswirkungen haben auf die Preise. Und zwar erstmal fallende, weil jeder, der sein Hab und Gut verkaufen muss, um seine Rechnungen zu bezahlen, drückt die Preise, weil er die Angebotsseite erhöht. Das wird dazu führen, dass quasi viele Eigentümer ihren Besitz abgeben müssen für einen Apfel und ein Ei. Wer das kaufen soll, können Sie dann noch fragen, ja? Nun gut, da kann man nur hoffen, dass es viele Käufer gibt. Ein paar von denen kenne ich. Die Chinesen kaufen schon seit Jahren fleißig in Deutschland ein. Die werden auch an dieser Stelle weiter fleißig einkaufen. Ich weiß von amerikanischen Großbanken, dass dort Hunderte von Milliarden herumliegen, um günstig einzukaufen. Und wenn Sie denn fragen, was soll denn das Ganze? Dabei kann man doch bloß verlieren hier bei dieser ganzen Tristesse um uns herum. Naja, Geschäftsleute, die denken langfristig, ne? Was meinen Sie denn, wie das Geschäft in 10 Jahren floriert mit diesen Immobilien? Könnte es vielleicht sein, dass wir dann auf einem ähnlichen Level wieder sind mit diesem ganzen Geschäft? Dabei, wem gehören dann diese Immobilien? Und an wen zahlen die bisherigen Eigentümer dann ihre Mieten? An die neuen Eigentümer? Das heißt, das, was bislang dem Mittelstand gehörte, wird dem Großkapital gehören, wird Leuten gehören, die in den Eliten herumschwirren, die ihr Geschäft machen mit anderen Großkapitalisten, die sich in Davos treffen mit Klaus Schwab, die diesen ganzen Kram eigentlich nur begrüßen können, weil man damit ein so gutes Geschäft machen kann. So, wer macht noch gutes Geschäft? Hard- und Softwarehersteller. Ich hatte bereits in meinem Vortrag zum Schooling des World Economic Forums berichtet, was denen da so vorschwebt. Die Public-Private Partnerships sind ja nichts anderes als eigentlich Geschäftsmodelle, bei denen große Firmen bereichert werden. Wenn Microsoft also in Zukunft die Curricula der Schulen umsetzt, dann werden sie sich an Leute wie mich wenden und sagen, hallo Baumer, mach mal ein paar schöne Videos zu Mathematik, Physik, zu diesem und jenem. Es gibt es ja schon im Internet zuhauf. Das sind gute Vorlagen. Da kann man sich die besten raussuchen. Kann man nochmal neu aufnehmen, professionell, mit einem eigenen Brand versehen. Ja.
dafür sorgen, dass es alles aus einem Guss ist, gleiche Logos drauf sind, die Sprache richtig ausgesteuert ist, vernünftige Bilder gemacht werden und dann werden unsere Kinder nur noch zu Hause lernen. Vielleicht ein bisschen unter Anleitung von ehemaligen Lehrern. Aber ansonsten sehe ich es auch eher so, dass wir dann vielleicht nur noch 20% unserer Lehrerschaft benötigen. Der Rest kann eigentlich früh pensioniert werden oder entlassen oder was der Teufel was wir mit denen machen. Jedenfalls, wenn dieser Zustand sich hier fortsetzt, ist völlig klar, wer die Gewinner sind. Somit ist auch völlig klar, wer heute darauf besteht, dass dieser Zustand fortgesetzt wird. Es sind nicht nur die Pharmafirmen, die jetzt hier ihre Impfungen loswerden wollen, ihre Tests loswerden wollen. Es sind nicht nur die Pappbecherhersteller und Verpackungshersteller, die sich freuen, dass Amazon jetzt die Pakete zu ihnen bringt. Nein, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix, alle wie sie da sind, freuen sich des Lebens über das neue Geschäft, was sie jetzt haben. In dieser schönen neuen Normalität, wie sie ihnen angepriesen wird. Der deutsche Staat verliert, wenn ich das richtig verstanden habe, von Hans-Werner Sinn etwa 30 Milliarden pro Woche. Ich weiß nicht, ob wir damit hinkommen. Keine Ahnung. Es ist einfach nur eine Hausnummer. Kann man sicherlich auch anders berechnen und dann kommen kleinere oder größere Summen dabei raus. Aber es ist unverantwortlich. Dieses Geld, was da aus dem Schornstein rausgeht, das gehört in die Staatskasse und die Staatskasse ist dazu da, um hier ausgleichen zu wirken. Und wenn in der Staatskasse nichts mehr landet, dann wird auf Dauer hier auch nichts für irgendjemand überbleiben. Der Staat wird seinen sozialen Verpflichtungen nicht nachkommen können. Er wird seine hohen Pensionen an die Beamten nicht bezahlen können. Er wird die hohen Renten nicht bezahlen können, die er nicht bezahlen möchte. Nein, das wäre jetzt eine Unterstellung. Natürlich wollen sie das bezahlen, aber wenn man jetzt sieht, wie sie agieren, Rentenalter permanent hochsetzen, Renten permanent kürzen, das läuft ja schon Jahrzehnte so, da bleibt auch nichts über. Ja? So, ich dachte, inzwischen hätten diese Herrschaften ein bisschen was gelernt da oben, aber Geld, was man verteilen möchte, muss erstmal verdient werden. Und das sieht alles hier nach dem Gegenteil aus. Gedrucktes Geld ist nichts anderes als gedrucktes Geld. Das Papier mit einer Zahl drauf. So. Und wer daran glauben möchte in Zukunft, der kann das ja gerne tun. Aber mittel- bis langfristig wird man sich für beliebige Zahlen, die sie beliebig hochdrehen, die sie beliebig vervielfältigen, nichts Vernünftiges mehr kaufen können, weil kein Mensch dieses Zeugs hier herstellt. Weil wir ja einfach keine Wirtschaftskreisläufe mehr haben, wie wir sie bisher hatten. Und die neuen sind noch nicht erdacht. Da kann ich wiederum nur empfehlen, einfach mal drauf gucken, was das World Economic Forum auf seinem YouTube-Kanal so empfiehlt. Das ist ein Haufen halbgares Zeugs, was noch ausgearbeitet werden muss. Und da kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, so ein bisschen mitzudenken und so ein bisschen zu überlegen, wo bleibe ich da persönlich? Möchte ich das, was die da erzählen? Glaube ich, dass die Lösung in Private-Public-Partnerships liegt? Ja? Die privaten zahlen? Ne? Nee. Die Öffentlichkeit zahlt für die privaten Unternehmungen von Bill Gates und Co.